Abserviert. Er legt sich ganz schön ins Zeug. Aha. Sowas in der Richtung habe ich mir gedacht, dass es irgendwie Psyche oder Unlicht ist. Ich sollte aufpassen. Okay, die haben definitiv noch eins, deswegen heile ich mein Vieh mal mit einem Supertrank. Zum Glück greifen sie nur den Punching Bag da an. Man muss es auch nicht übertreiben. Lass sie noch mal in Ruhe. Okay, die hassen ihn wirklich. Ich hoffe, mein Kollege hat noch eins. Ja, der hat ja noch das Starter-Ding. Kranowitz. Huch, nee, hallo. Ja, komm. Slam. Was macht ein Slam nochmal genau? Okay, es war sau stark. Doppelschlag, Rasierblatt. Abschlag. Mach mal Zweigstoß weg. Ich glaube, aber der eine hatte noch eins, oder? Es hat bis jetzt nur der linke zwei gemacht. Oh, Pflücker, ja. Gegen wen bitte? Pam, pam. Das kleine Vieh wird zu Kung Fu Panda. Oder zu Po. Wie er heißt. Gar nicht verkehrt. Das war gar nicht verkehrt. Okay. Kabu? Wer ist Kabu? Achso, das war der Arena-Leiter und der soll hier irgendwo sein, stimmt. Das stimmt, ja, das stimmt, ja. Wo bin ich da gerade rein? Reislaus? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ich bin losgelaufen, war instant in einem Kampf. Das sieht aus wie ein Trilobite. Okay, ganz ruhig. Nein, du ranziges Vieh. Okay, den, wenn ich dem begegne, fange ich den sofort ein. Oh, da, ja, ja. Komm her, du Bastard. Ich benutze einfach ein Finsterball gegen den, weil es ist ein dunkler Ort.
Es ist eine Höhle. Natürlich nicht so dunkel wie aus den alten Generationen die Höhlen, wo du wirklich nur so einen Zentimeter großen Kreis gesehen hast und du musstest erst Blitz einsetzen, damit der Kreis 1,5 Zentimeter groß wurde. Das ist gut. Aber wenn du direkt versuchst zu fliehen, dann... Komm schon. Ja. Ah, perfekt. Fressen, also irgendwie. Einfach mal so 2 Milliarden Stück davon in den Ozean werfen und Problem gelöst. Dieses Vieh, das da. Ich muss das jetzt nachgucken, ob das wirklich die Weiterentwicklung von dieser komischen Echse da ist oder was. Also, ne? Von dieser Schildkröte. Das hier, ich will das hier sehen. Wo haben wir es denn? Genau, stimmt, das war das hier. Und ich habe die Vorentwicklung davon sogar. Das war das, was ich auf der Brücke gesehen hatte. Da ist die Weiterentwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass das hier entweder eine Weiterentwicklung hat oder dass das hier eine Vorentwicklung hat. Eins von beiden. Huch. Wo ist denn... Okay, das hier hat keine Weiter... Elektro, war keine Weiterentwicklung mehr. Tingulus, da ist es. Kamalm. Es ist die Weiterentwicklung. Wenn ich den jetzt fange, kann ich den anderen freilassen. Problem gelöst. Gucken wir mal, was der so drauf... Moment, ich soll erstmal mein Vieh heilen, glaube ich. Es ist geheilt, auf was für einem Grund auch immer. Ich glaube, wenn ich mit dem anderen einen Kampf mache, dann heilt er meine Viecher danach immer. Ey, da muss ich meine Tränke und so nicht ausgeben. Also... 24. Der hat sogar alles geheilt, die AP und alles. Aquaknarre. Dein Ernst? Na dann. Och komm. Soll ich etwa nochmal einen Tackle? Ja, stimmt, ich bin ja auch Flug. Soll ich nochmal Tackle machen, oder? Ich glaube, ich muss nochmal eine Attacke reinzwiebeln. Biss vielleicht? Ist nicht ganz so stark wie Knirscher. Ahahaha. Oder auch nicht. Ja. Vielleicht begegne ich so einem Vier noch. Wer weiß. Das ist doch Katastrophe. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich mitten im... Wenn ich hier draußen bin, kann ich ja die normalen Tränke benutzen. Das ist echt scheißegal. Ja, geht genau auf. Kein Trank verschwindet. Was macht... Passiert denn, wenn ich pfeife? Ah, da liegt was. Das da. Das ist die Unterentwicklung. Von dem Vieh, was ich für Lapras gehalten habe. Da gibt es auch, glaube ich, eine rote Version von, wenn ich mich nicht irre.
Wie wär's mit nein? Bitte, wenn du es so willst. Nein. Glück gehabt. Das ist sehr effektiv. Ich hab's gesehen. Das war krass effektiv. Das könnte Wasser sein. Ist im Wasser geschwommen, deswegen. Das Geräusch, das ist das befriedigendste Geräusch, was es auf der Welt gibt. Dieses Klicken am Ende. Sehr gut. Ja, Wasser. Eigentlich von seinem Futter ab. Ob es tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Ab mit dir. Jetzt gucken, ob es irgendwo was Glitzerndes gibt. Nee. Dich habe ich schon. Oh, du siehst aus, als hattest du was vor. Ich glaube, was anderes gibt's hier nicht. In dieser Höhle. Oder im Wasser in der Höhle zumindest. Ja. Komm. Oh, ein Säckchen Pudersand. Meiner Dampfkraft kann ich jeden... Du meinst Dampfdruck. Bahnangestellter Manfred. Bahnangestellter Manfred. Unglaublich. Onyx, uiuiui. Carmine hat Onyx. Jetzt gehört er auch nicht mehr dazu. Bahnangestellter Manfred wurde besiegt. Der sieht aus wie so ein Manfred. Ganz ehrlich. Ich wollte gerade nur ausweichen. Sehr effektiv. Ich gehe ihn die ganze Zeit. Oh, guck mal an. Keine Wirkung, wer hätte das gedacht? Ups. Das war das Mikrofon. Ach, ist ja jetzt 4:45. Kein Problem. Nee, falle ich nicht nochmal. Okay. Was ist hier hinten los? Ach, guck mal, was der da hat.
Aha. Ja, ein paar. Engine City, das war die Stelle, wo ich ganz am Anfang Zeremonie hatte, gell? Mhm. Waggon läuft hinterher. Abwarten. Der wird sich noch wundern, dass ich mit dem Garados da aufmarschiere. Ach, jetzt. Ach, stimmt, jetzt bin ich einmal quasi rundherum gelaufen. Aha. Ein Pokéjob. Nein. Ich denke, Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten sogar noch. So bei Rotomine. Oh, vielleicht kann ich ja Geld verdienen. Weißt du, so Sidequests wie bei Witcher oder sowas. Ich habe mich einen Zentimeter bewegt. Einen Zentimeter. Ich will gegen den hier oben kämpfen. Smogmog. Ah ne, Smogon. Smogmog war der, war die Weiterentwicklung. Das war aber nicht Geist, das war nur Gift. Ich weiß nicht warum, das fand ich immer als eins der coolsten. Okay, ich riskiere es mit dem Tackle. Sehr schön. Nee, nee. Mein Vieh braucht keine Genauigkeit, damit ich dich fangen kann. Meine, das Feuer in meinen Augen sieht klar genug. Das läutert jegliche Statuseffekte auf mir weg einfach. Jawohl. Giftreisangriff von vor den Geruch verrottener Abfälle lungert es auf Müllhalden herum. Gut. Dich kenne ich schon. Turokex, genau. Du kleiner Keck. Das ist nicht sehr nett. Okay, das vielleicht auch nicht, aber... Ne? Wird klar, worum es geht. Nice. Garados ist der Player. Mogelbaum, Huthut. Den lasse ich mal stehen gerade. Das... Mein Gott, ich sag's auch noch und lauf direkt rein, weißt du? Das sind alles Weiterentwicklungen. Ich kann natürlich gegen kämpfen, aber EP-wise bringen mir die jetzt nicht allzu viel. Deswegen prügel ich die einfach um. Was genau? Warum sinkt jetzt der Angriff? Oh, das ist nicht gut. Das macht gut Schaden. Macht jetzt auch was Knirscher oder was?
Er lernt Kinesha, ja. Das wird ihm noch sehr viel weiterhelfen in seinen... Was? Oh mein Gott. Der hat das ernsthaft überlebt. Wer überlebt das jetzt nochmal? Glück gehabt. Verdammt nochmal Glück gehabt.